Ja, herzlich willkommen dann zu einer weiteren Folge Ghostwatchers, was bei euch sehr beliebt ist, wie auffällt. Und wir mögen es auch, deshalb spielen wir es und zeigen es euch. Und wir machen heute Schule mit Pentagramm. Auf geht's. Viel Spaß. Das klang farblich. Ja. Wir sind ein Repeat. Genau. Also, ich würde mal. Ja. Ich muss mich erstmal wieder. Oha, wo bist du? Ach, du bist schon wieder drin. Ja, sie sollte so langsam wissen, dass ich immer schon unterwegs bin. Boah, die Kameraführung ist gerade ein bisschen on fire. Okay, alle Kerzen anzünden, Temperatur des Gespenstes messen. Machen Sie ein Foto von einem Freund, der von einem. Ja, gut, wird nicht passieren. Okay, Temperatur. Identifizieren Sie den Geist beim ersten Mal richtig. Ja, yay. Yeah. Machen wir. Wir brauchen die Box, hast du schon, die ich sehe. Ja. Ja, ich nehme Boss, can you talk? Oh, scheiße. Tell about yourself. Can you talk? Klingt so falsch irgendwie. Ja. Can you talk? Can you this man? War mal im Fernsehen irgendwann, bin ich in die kein Englisch konnte und mit dem Foto rumgerannt sind und die Leute gefragt haben, die nur Englisch konnten. Can you this man? Ja. Machst du denn? Machst du denn? Falls Patrick das jetzt hört, das war witzig. 5! Sehr schön. Ich muss mich erstmal konzentrieren. Jetzt hier wieder. Ich muss mich wieder fangen. Bin zu sehr mit Nebengeschichten und Eichhörnchen beschäftigt. Can you talk? Tell about yourself. Scheiß mir was hier. Das ist aber nicht schön. Das wollen wir nicht. Also das ist eindeutig ein Fünfer. Also Fünfer sagst du. Mhm. Also, ja. Falsch. Und zwar da hinten in dem Raum war das drin gewesen, hat aber nicht mit mir geredet. Can you talk? In welchem Raum? Wenn du da vorne rumgehst, links, links. Links, links. Links, links. Wieso ist denn die Tür jetzt so? Quatsch, rechts, links, links. Mm. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Ich habe mich schon gewundert, warum du in die falsche Richtung gerannt bist. Aber okay. Ja. Erklärt sich dann. Ne? Aber hier ist er nicht mehr. Das Schwein. Da hätte man auch geradeaus einfach hinkommen können, sehe ich gerade. Oh, Tatsache. Aber rechts und links war auch nicht schlecht. Ich bin ja da hinten rumgegangen, das weiß ich ja nicht. Ich bin froh, wenn ich überhaupt weiß, wie ich heiße. Ja, eben. Ich muss nicht noch verlangen, dass ich weiß, wo ich hingehe. Ich hab da gerade was gehört, hat da die Voodoo-Puppe. Nee. Take a Voodoo-Doll. Tell about yourself. Das hört sich irgendwie an wie die Voodoo-Puppe. We are friendly. Can you talk? Kack mir was. Ja, was wir kurz erwähnen können. Wir haben ja jetzt die Armbänder, womit uns der Geist nicht mehr einfach hier wegzerren kann, wie er lustig ist. Das heißt, wir werden ungestört suchen können. Soweit. Soweit, so gut. Orientierung verloren. Oh, Blutflecken. Oh, okay. Wenn wir den Campus erst ab Level 20 kriegen können, was ja... Ja. Danke doch mal, das haben wir in den Kommentaren irgendwo bekommen. Da, einfach zu blind, es steht ja da, ne? Rang 3. 20. Was heißt denn 1, 1, V, 1?
Achso, Level 1v1. Boah, Junge. Warum stehst du noch im Schrank rum? 1v1. Ich wollte wegen 1v1. Oh. Neues Codewort. Ja. 1v1. Wollte ich denn da sagen? Ja, ich finde es komisch, warum sie dann in der Auswahl quasi dann so ange... Also, dass er doch aufleuchtet, obwohl wir ihn ja gar nicht kriegen können, weißt du? Das hätten sie ruhig dann mal verändern können. Hat er jetzt alles? Ich kann ja nicht. Achso, hier ist ja auch das Pentagramm. Ich habe jetzt auch noch gar nicht drauf geachtet, auf Gegenstände. Ja, ich suche gerade alle Kerzen, ich krieg den Typen mal und ja, ich suche den Geist. Ich würde gerne eine Temperaturmessung haben. Vielleicht sollte ich doch lieber mit dem Partikelzähler durchgehen. So, ich war da hinten noch nicht. Da krieg ich vielleicht eher was raus. Ich bin auf der anderen Seite noch nicht. Er heult. Okay. Er ist gerade an der Tür. Gut. So, Fußspuren haben wir. Blutflecken. Wir haben Weinen. Ja. Gut, Krampus wird es dann wohl nie sein. Nee. So noch ein bisschen ackern für, aber okay. Irgendwo noch ein Kerzsche? Suchen Kerzsche. Kerzsche? Muss die Kerzsche? Ja, hier ist ein Kerzsche. Ja. Hier. Genau. Ja, hier, du, hier. Da auf dem Tisch. Auch noch nicht alle. Ah. Ach, das ist ein Abakus. Klo, bestimmt keine Kerzen, oder? Ich glaube nicht. Ich finde das gerade ein bisschen doof, dass der nie da ist, wo ich bin. Ja, ich habe eine Kerze vergessen. Das war natürlich der Vorteil, wenn man sich verschleppen lässt von dem. Ne? Dann ist man sofort mit dem in einem Raum, kann Temperatur messen, EMF. Das passiert uns ja jetzt leider nicht mehr. Mm-mm. Ich finde die ganzen Kerzen nicht. Scheiße. Aber da. So, direkt mit so einem heute anfangen, der sich überhaupt nicht sich sehr scheu zeigt. Sei doch froh. Nee. Ich hab überhaupt noch kein Signal von dem. Nichts. Null. Nada. Ach, hier ist es. Hier ist das Schloss drauf. Jetzt sehe ich auch das Schloss. Ja. Da ist bestimmt eine Kerze. Aua. Jo. Das ist schön. Oh, da sieht was. Ja, entweder. Ujabrett wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das sounds like Ujabrett. Nee. Kritzeln? Nee, gar nix. Wie gar nix? Nix. Stimmt ja mit dem nicht. Jetzt kritzelt dein Schädel. Take a Voodoo Doll. Achso, jetzt kann ich aber eintragen hier. Tell about yourself. Schädel. Can you talk? Was hatten wir noch? Nee, da haben wir ja noch nichts. Okay, jetzt heult er. Jetzt ist er hier. Gut. Bereit? Okay. Achso, wir haben auf jeden Fall einen Traumverschlinger. Ist es so? Ja, es scheint so. Haben wir ein Partikelzelle? Hatten wir was? So gar nichts. Ich kriege ihn ja nicht. Er kommt mir nicht vor die Flinte. Pudepuppe fehlt, Uja und Partikel. Thermometer, haben wir da was? Auch nicht, ne? Nein. Also ich laufe ja genau mit den beiden Sachen hier rum. Brauchen wir ja auch nicht. Ja, doch, brauchen wir wohl, weil als Aufgabe. Ach so, okay.
Aber minus 20, minus 10 müsste er haben. Oh ja. Kann er gerne haben. Dann. Achso, mal gucken. Kannst du mal gucken, wie du dich schützt gegen den vielleicht? Ja, mit Dings. Oh, jetzt. Räucherstäbchen geht. Hm, genau, habe ich auch schon gesehen. Jetzt habe ich aber gerade Signal von ihm. Wollte ich gerade mal eben ausnutzen. So, jetzt müsste eigentlich. Jetzt hatte ich kurz minus. Komm! Haut der jetzt wieder ab vor mir? Take a Voodoo Doll. Ach der. Take a Voodoo Doll. Geht mir auf den Geist. Ich geh mir jetzt erstmal ruhig hier stehen. Tell about yourself. Naja, ich gehe davon aus, dass er vielleicht gar nichts von den beiden macht. Das kann ja sein. Oh, jetzt höre ich ihn mal. Mal das erste Mal. Was heißt hören? Ja, seufzen. Also so. Er kann sein, dass er jung und beunruhigt ist. Soll ich das mal versuchen? Oder nee, warte noch. Ich brauche sowieso noch eine Messung. Von daher kann man darauf jetzt noch. Ich habe das erste Geräusch jetzt gehört von dem Mann. Ja, jetzt geht's los. Jetzt auf einmal. Ja, jetzt krieg ich ein Signal, toll. Ich war eben überhaupt gar nicht da hier. Das gibt's doch nicht, ey. Take a Voodoo Doll. Tell about yourself. Absoluter Krampf. Das hört sich wieder so an, als wenn er gerade die Voodoo. Nee. Puppe. Denn ich höre jetzt Geräusche von ihm, aber er ist nicht in der Nähe. Mein Junge. Okay, jetzt haben wir die Temperaturmessung. Stand ja gut vor dir. Oh, jetzt ist er wieder weg. Na, wo bist du jetzt? Oh nee. Take a Voodoo Doll. Wir haben immer noch keine Gegenstände gefunden, fällt mir gerade auf. Scheiße. Das stimmt. Das könnte ich ja mal machen. Was ist das für ein Symbol unten links jetzt? Ich habe kein Symbol unten links. Grünes. Uah. Warum stehst du jetzt hier vor mir? Unten links ein grünes Symbol jetzt gehabt. Dieses komische Geräusch. Oh, da schwebt er vorbei. Und dann. Wo unten links ein Symbol? Also ich. Unten links war so ein Symbol wie so ein. Wie so ein Atom sah das aus, wenn man das so. Wissen Sie? Nee. Na, egal. Zeige ich dir mal im Video. Also Partikel, also 100 bis 500. Was hatte das? Ultrabrett, hatte das was? Nee, scheiße. Scheiße. Okay, Temperatur hatten wir ja auch, aber war nicht mehr wichtig. Ich trage sie trotzdem mal ein. So, ich habe einen Traumfinger gefunden. Okay, super. Brauche ich noch irgendwas? Wo war das Penta-Dings? Oben, ne? Eins höher. Ja, das war oben. Achso, Videokamera hast du an dem Dings stehen? Oder Foto oder was auch immer? Ja, holt sie mit, brauchen wir ja nicht mehr. Ja, deshalb. Ja, nimm's euch mit. Oh, da ist noch was. Die Rose.
gar nicht drauf geachtet. Boah. Hau ab. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich gehe hier rum zu. Allerdings. Da hast du was Grünes. Die Uhr. So kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Lass mich doch die Uhr nehmen. Also. War er bei dir? Nö. Drei habe ich jetzt. Cool. Hast du oben schon? Ja, ja, ich bin oben. Du bist oben. Die ganze Zeit schon? Ja. Okay, dann gucke ich unten weiter. War er wieder nicht bei dir? Nein. Warst du in dem Raum, wo der, wo das Pentagramm ist? Nein. Also oben scheint nichts mehr zu sein. Okay. Ich bin aber auch gerade irgendwie. Bin ich immer blind? Ah, jetzt kommt er. Ja, ja, holen wir hier nicht rum. Ah, oh, hier riecht noch was. Maske? Es fehlt noch der Totenschädel. Hatte ich nicht eben einen Schädel gesehen? Ich glaube, ich hatte irgendwo einen Schädel gesehen. Ich glaube, das war oben. Echt? Ich glaube nicht. Da hatte ich aber noch nicht die Videokamera bei, sondern den hatte ich einfach so gesehen und habe den irgendwie nicht. Also nicht so richtig ernst genommen. Oh, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt habe ich nur noch letzte Stufe. Siehst du, der kommt hier nicht. Doch, natürlich. Hat der dich gepackt? Ja. Okay. Ja, dann weiß ich auch nicht. Warte. Oh, er hängt direkt vor mir. Nein, geh weg. Das ist doch nicht wahr. Ich konnte überhaupt meine Räucherstäbchen gar nicht mehr anwählen. Ja. Ach, du Dreck. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Ja, natürlich ist das dumm. Er hat auf mein Mausrad nicht mehr reagiert in dem Moment. Ich konnte keine Räucherstäbchen mehr. Und die Frechheit. Ja, das ist dann natürlich schwierig. Alleine das mit dem Pentagramm ist auch nicht so einfach. Ja, soll ich machen? Ja. Studieren geht immer studieren. Naja, man sieht halt da nicht viel. Das ist richtig. Ich das mache. Ich brauche den Schädel. Brauch den blöden Schädel. Ja genau, da kann ich ja wenigstens noch gucken, ob ich den noch finde. Gucken, wo der gewesen ist.
Warte mal. Der hier war der nicht. Der nächste gut hier. Oh, ich kann ihn vernünftig sehen. Ich hab ihn. Du hast ihn? Ja. Da unten? Nee, unten. Okay, zumindest das hatte in ich in der Bücherei, wo du... Wo ich gestorben bin. Aha. Ja, sehr gut. Boah, ich hab fix am richtigen Ort. Ist ja super. So. Jetzt muss ich ja den ganzen Exorzismus machen. Yay. Hä? Was war das? Was hatten wir denn jetzt überhaupt für Ergebnisse? Jüngung. Jung und beunruhigt, okay. Feuersalz, Räucherstäbchen, Spiegel. Ah, den Spiegel. Den habe ich noch nicht. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Den scheiß Spiegel. Du brauchst mich gar nicht so bremsen jetzt, Geist. Du kannst mir doch jetzt eh nichts mehr. Mann, der Spiegel nervt. Hm. Nervt. Wenn man den haben muss, das ist echt doof. Das stimmt. Bin ich jetzt oben komplett durch gewesen? Sagen, oben ist er nicht. Brauche ich diesen scheiß Spiegel. Unten war, würde ich sagen, sau nicht, aber das kann ja nicht hinhauen. Nee. Leuchtet was? Da ist er doch. Oben? Ja. Glaube ich. Entweder habe ich dann einen Raum nicht gesehen, oder ich bin sonst wie blind. Was muss ich jetzt damit machen? Den Geist durch den verfluchten Spiegel rufen, also mal reingucken. Der hatte ich schon, hat nichts geholfen, fehlt noch was. Räucherstäbchen, nee, Weihwasser, Plasmaabsorber. Dann brauche ich die Kamera ja nicht mehr.
Muss ich da irgendwie klicken oder was? Probier mal aus. Hä? Was hast du jetzt gemacht? Ich hab einfach nur ein bisschen länger reingeguckt. Ach so, okay. Ja, komm, du mal. Ich hab da was. So, Weihwasser, Plasma Absorber und dann kommt Pentagramm. Ja, das Pentagramm werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber. In Tat, ja. Weihwasser hattest du schon? Ja. Gut. Ich weiß nicht, ob die Durchgänge alle reichen, bis ich das alles da drauf habe. Ich könnte ja eigentlich nur für jedes immer einen Durchgang. Ich kann ja nicht mehrere drauflegen. Das funktioniert ja nicht. Du kannst es irgendwie nur merken dann. Ja. Aber das ist, ja, das ist Pinderab allein, das ist Kacke. Das ist es, ja. Kannst du jetzt mal da durchrennen, verdammt. Genau, jetzt ist noch das Schloss drauf. Hm. Ah, jetzt. Leg dich mal in die Nähe von dem Ding. Noch mal bei. Das kommt doch nicht, ja. Ne. Oder typisch. Wenn man ihn mal braucht. Ah, komm, Schnuppi-Hasi-Pups. Mann. Das läuft, das läuft. Gucken, ob ich ihn irgendwo entdecke. Der macht da im Moment immer irgendwelche Effekte, aber er selbst ist nicht zu sehen. Hier muss er eben gewesen sein. Es hatte sich gerade in der schwarzen Wolke verflüchtigt. Das war oben. Kann mir das aber auch irgendwie nicht hinterher rennen, Mann. Ja. Klingt ja nichts. Mann, Junge. Gehst mir ein bisschen auf die...
voll auf mich gefallen hier. Okay. So. Das wird nicht gut, das wird gar nicht gut. Weil da halt nicht so viel Platz ist, eigentlich, um zu flüchten. Das macht er dazu. Oder dieses Gegenstandsgedöns. Wo ist er? Scheiße. Ich sehe hier gar nichts. Ah. Wie hast du das denn so gut hingekriegt jetzt? Ja, das war einfach irgendwie gar nicht so schlimm. Das Ding ist ja auch kaum rumgelaufen irgendwie. Ja. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob das... Ja, aber dass du auch die Gegenstände so schnell hattest, das hat ja gut geklappt. Ja, das ging ganz gut. Ich hoffe, dass der noch da oben steht. Ja. Na jo. Cool. Ah, jetzt kommt noch eine Ghosts-Info. Steht das noch dabei irgendwie beim Gespenst? Was es war? Keine Ahnung, okay. Wo es dabei steht, aber okay. Ich habe 900 Münzen gekriegt. Traumverschlinger, Jungen beunruhigt. Okay. Ja, 900. Ich 450, ja, das ist ja. Ja, immerhin. Ja, ich finde das gut, dass man die Hälfte davon noch kriegt. Ja. Weil das ist. Nicht so wie bei Phasmo, dass er dann noch 5 Dollar kriegt. Oh. Okay, so viel zum Thema Schule. Jetzt machen wir. Achso, Moment. Ich glaube, wir können die Folge an der Stelle. Genau, die Folge können wir an der Stelle beenden. Und würdet uns freuen, wenn ihr uns ein Däumchen dafür gebt, wenn euch das gefallen haben sollte. Und. Wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaut. Bis dahin sagen wir ciao, ciao.